Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu 7 Days to Die. Mein Name ist Ed. Ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du da bist. Hier im zweiten Part. Wir haben im ersten Part unsere Bude bezogen. Hatten Glück, wir hatten einen guten Spawnpunkt. Und ja, jetzt sind wir hier. Und willst du nichts mehr verpassen, hinterlass doch einfach ein Abo. So wie die Glocke aktivieren. Und wenn dir das Video gefällt, einfach auch mal ein Däumchen nach oben da lassen. Das hilft mir nämlich sehr. Und, ja, warte mal. Rahmen. So, okay, machen wir ein paar mehr hier. Wir haben ja erstmal genug Zeugs. So 21, machen wir mal 30 Stück. Damit ich die hier dicht machen kann. Wir sind jetzt erst auf jeden Fall in der ersten Nacht und machen erstmal unser Heim jetzt hier provisorisch dicht, so gut es geht. In der Hoffnung, dass es geht. So, komm. Holz wird natürlich nicht lange halten. Werden wir natürlich alles upgraden später. Wir machen hier raus einen Bunker. Und ich möchte auf jeden Fall noch in die Tiefe gehen. Sprich, ich möchte auf jeden Fall nach unten einen Tunnel bauen. Ein Kellergeschoss sozusagen. Und eventuell können wir auch hier die Rückseite nutzen, dieses Bergdingsbums. Dass wir da eventuell einen Höhlengang einbauen oder irgendwie sowas. Also ich habe große Ideen, so ist es nicht. Jedenfalls ist es noch Tag 1. So, okay. Dicht. Wenn das Ding dicht ist, kümmern wir uns um die anderen Angelegenheiten. Bräuchte nämlich dringend auch eine Fackel und so weiter, sonst wird es hier bald duster. Aber Fackel können wir uns nicht bauen, weil ich kein Tierfett habe. Und das ist schlecht. Na komm. Mach dicht hier, komm. Sind wir zumindest erstmal ein bisschen safe. Aber den noch. Ach, sehr gut. Jetzt sind wir erstmal safe. Erstmal dicht gemacht. So, jetzt können wir mal hier gucken, was wir hier machen können. Holz. Wo bist du? Holz. Hallo, Holz. Wo habe ich dich denn? Da. Okay. Jetzt will ich ja nicht. Warum nimmt er das denn nicht? Warum teilt er das denn jetzt nicht auf? Ist der ein bisschen doof? Hallo? Normalerweise teilt er das doch auf. Aber gerade will er irgendwie nicht so richtig, okay. Steht ja da. Linksklick, halten und ziehen, um einen Stapel zu nehmen. Linksklick. Okay, Rechtsklick, um einen halben Stapel zu nehmen. Ah, jetzt okay. Okay, das sollte reichen. Ja, das packen wir mal wieder beisammen. Kochtopf haben wir ja auch schon, das ist gut. Ein Messbecher fehlt uns hier noch. Etc. pp. So, haben wir irgendwie fleischtechnisch verrottetes Fleisch. Rezepte. Okay, nix. Diese Hose können wir schon mal tragen. Wir sollten uns mal ausrüsten, so ein bisschen. Stofffetzen. Wie ist mit Kleber? Kleber können wir bauen. Kleber, Knochen. Rezepte, Kleber.
Können wir doch noch nicht bauen, okay. Das ist natürlich jetzt ungünstig. Hey, okay, folgendes. Hier machen wir auf jeden Fall erstmal Zeugs rein. Alles, was Rohmaterialien ist. Holz. Blei. Das ist ja schon veredelt. Das sind Steine, die kommen hierher. Das ist zum Bauen. Duct Tape, zerbrochenes Glas. Das kann man einschmelzen, das weiß ich. Frag das mal. Also Erze sozusagen. Hier kommen Verband, den nehmen wir mal mit. Das rein. Duct Tape kommt hier rein. Motoröl. Also alles, was quasi fertig ist. Essen kommt drüben hin. Kunststoffabfall. Na, ob wir das hier hinpacken sollen, ich weiß nicht. Das kommt dahin. Sehe ich leider nichts und ihr leider auch nicht. Es tut mir leid. Kann es gerade nicht ändern. Weil die Dinger hier bringen auch nicht wirklich was. Oh, es dauert hier ewig, um uns da durchzuknüppeln. Kann ich nichts machen? Kann ich keine Fackel bauen oder was? Fackel, Eisenstachel, Falle, das ist alles schön und gut. Wir haben 2 Punkte. Warte mal kurz. Altstoff. Das nehmen wir mit. Fortgeschrittene Ingenieur. Ja, yeah, Wissenschaft, Chemie, der Mechaniker. Henker. Und jetzt ist Nacht angesagt, jetzt müssen wir aufpassen. Oh, Chefkoch. Das ist auch wichtig, dass wir das haben. Haben wir aber nix. Es ist gerade ein bisschen doof. Wo habe ich denn die Kiste hingepackt? Die war doch hier irgendwo. Ich sehe gerade nix. Hallo? Da ist Kiste. Da kommen jetzt Kochmaterialien rein. Knochen. Nee, Knochen nicht. Knochen eigentlich nicht. Bottle Caps. Bottle Cap Mine. Okay, das ist für drüben. Also, Mineralwasser kommt hier rein. Kartoffel, Saaten. Packen wir hier mal rein. Flasche Wasser. Wir können die Nacht jetzt wunderbar nutzen, um uns ein bisschen zu equippen. Also ein bisschen zu sortieren. Steroide. Flasche trübes Wasser. Obwohl, das könnte... Nee, warte mal, das brauchen wir ja für das andere Zeugs. Nitratpulver. Das ist gerade ein bisschen doof. Wir machen mal ein bisschen Licht hier. Wenigstens ein bisschen was sehen. Und morgens müssen wir dann auf jeden Fall sofort los. Das ist das. Das ist das. Und hier packen wir mal die Sachen rein. Brauchen noch eine Kiste für Werkzeug etc. pp. So, das machen wir mal dahin. Papier haben wir auch. Blei. Jetons. Bisschen Messing haben wir auch schon. Das ist ja schon mal schön. Bonbondose. Bottle Caps. Den brauchen wir. Stofffetzen. Knochen. So, verrottenes Fleisch packen wir auch mal mit rein.
gerade so dunkel, ich sehe gerade gar nichts, ne? Ist gerade echt übel. Ist es so evil? Na. Oh, ich sehe gerade gar nichts. Sehe nicht mit den Kisten gar nichts. Es tut mir leid. Ist jetzt auch nicht so super spannend. Was können wir denn bauen? Können wir irgendwas Vernünftiges bauen? Kisten wären vielleicht noch nicht schlecht, aber da müsste ich ja wieder an das Holz ran. Haha. Wo ist denn das jetzt hier? Warte mal, hinter... Hier ist das. Da, war's doch. Na? Oh, was für ein Scheiß. Ganz ehrlich, suchst du hier diese blöden Kisten? Ey, wir brauchen auf jeden Fall Fackeln. Sehe es nicht. Da. Okay, da wieder. Wie gesagt, irgendwie. Ach, das gibt's doch nicht, dass er das nicht teilt, ey. Linksklick, Stapel. Rechtsklick, um halben Stapel zu nehmen. Okay. Okay, nochmal. So viel brauchen wir nicht dabei. Können wir uns noch ein paar Kisten bauen? Gesicherte, genau. Da werden wir uns jetzt mal ein paar anfertigen. Brauchen tun wir sie auf jeden Fall. Nochmal 4 Stück. Dann haben wir hier die Holzgitterstäbe. Mittig. Weiß ich jetzt nicht, waren das die mittigen oder waren das die anderen? Nicht mal gucken. Leitern. Haben wir hier Leitern? Holzleiter. Da können wir auch mal welche machen. Zum Dach hoch. Und ich höre draußen jemanden rumeiern. Schleicht jemand? Ich höre es auf dem Kopfhörer. Ihr müsst es eigentlich auch hören. Ihr hört es bestimmt auch. Mach mal aus. Sind wir ganz im Dunkeln? Schleicht auf jeden Fall jemand draußen rum? Es ist gerade erstmal 0 Uhr, ne? Das ist unglaublich. Kann es gerade noch nicht ordnen. Hier machen wir auf jeden Fall ein Schlafzimmer. Ich versuche mal einen Weg nach oben zu bauen. Dauert natürlich eine ganze Weile. Dass wir mal aufs Dach kommen. Da schon mal einen Weg hoch haben. Naja, bringt ein bisschen EPs. Ich habe die Karte übrigens auch auf einzelne EPs eingestellt und das ist für die Leute, die es interessiert, die Warzug AIO, also All in One. Und wir befinden uns bei den Koordinaten 3089 Süd, 2752 West. Das ist das Haus, wo ich hier mich befinde. Wer möchte, kann das natürlich dann nachspielen. Ja, wir brauchen hier mal einen Aufgang. Handelt sich nur um 3 Jahre, bis wir oben sind. Wir haben leider keine Spitzhacke bekommen. Schade eigentlich. 2 EPs, das ist ein Witz, ey. Aber solange es Nacht ist, gehe ich sowieso nicht raus. Nicht mit der Bewaffnung, mit der Rüstung. Das wäre noch ein bisschen zu früh. Aber sobald der Tag anbricht, gehen wir los. So, komm. Wir brauchen hier dringend mal Licht. Und gleich sind wir durch. Ich wünschte, ich hätte die Helm-Mod fürs Licht.
Okay. Reparatur bitte nochmal. So, komm. Gleich sind wir durch. Gleich sind wir durch. Dann sind wir schon bei Tag 2. Dann müssen wir uns schon langsam mal Gedanken machen. Tag 7 kommt die Horde. Endlich. Endlich durch. So, jetzt nehmen wir jetzt trotzdem die Toilette auseinander. Damit ich hier vernünftig hoch kann. Ist zwar ein bisschen schade, dass ich nicht wrenchen kann, aber was willst du machen? Aber das nehmen wir mit. Ja, okay, alles klar. Jetzt, wo haben wir unsere Treppe? So, alles klar. Ja. Sehr gut. Jetzt sind wir endlich hier mal oben. Können wir uns um den Kram, der hier oben ist, noch kümmern. Versiegelte Bücherkiste. Okay, kloppen wir die mal auf. Bin gespannt. Was haben wir denn da? Bauplan, Fahrradlenker. Why not? Na komm, durchsuch. Was haben wir hier? Handgun-Schematik. Oh, eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke, jawohl. Sehr geil. Geil, eine Spitzhacke. Jetzt haben wir eine Spitzhacke. Das ist doch super. Also, was ist hier? Shotgun Messiah, versiegelte Sandkiste. Geil. Jetzt können wir auch Lehm abbauen gleich. Nochmal ein Dings. Da unten sehe ich jemanden wuseln. Noch mehr Dinger. Okay, das näher Arbeiterkiste. Okay, mehr scheint hier. Doch, hier ist noch was. Ja, sehr gut. Munition, jede Menge. So, okay, wo ist jetzt der Abgang? Hier. Verkriechen wir uns erstmal wieder rein. Und lernen unsere neuen Sachen. Was haben wir denn da bekommen? CNC Handgun Schematik. HD Workbench. Okay, Doppelschrotflinte. HD Tool in Dieset Schematik. Was immer das auch bringt. Wir werden es erleben. Rifle Schematik. 9mm Part Schematik. Und Military Helm. Sehr geil. Was ist das hier? Ammo Supply. 408er. Verbessertes Fitting Mod benutzen. Okay, das haben wir auch. Sehr gut. Den hier können wir verkaufen. Oder wir zerlegen es. Komm, wir zerlegen es. Mal gucken, was rauskommt. Scrap Schematics. 1 von 5, okay. Das haben wir. So, wir haben jetzt die hier. Das ist super. Das heißt, wir können uns mal überlegen, wo wir uns nach unten buddeln. Vielleicht auch den Dings hier aufknüppeln. Ja, das war klar. Na komm, hoch. Dass die jetzt hier rumeiern, ist logisch. Aber ich sehe halt nichts, das ist das Problem. Dürfen nicht so viel Krach machen, das ist das Problem, was wir haben. Hier ist noch eine Kiste, verschlossen. Ach.
Okay. Ja, das kann auch ich, nur ich, ne? Aus der Entfernung daneben treffen. Versucht ihn natürlich leise zu killen. Treffen wir auch mal. Gut, dass wir da keine Tür mehr haben. Jetzt habe ich aber keine Pfeile mehr. Na gut. Lass meine provisorische Tür da zufrieden. Ich glaube, es hackt. Okay, das ist verschlossen. Hier sind noch zwei Truhen. 2 Uhr, es geht bald wieder los. Ja, und dann geben wir auf jeden Fall Gas. Knochenmesser. Warte mal kurz. Knochenmesser. Wir haben einen Punkt auch nochmal. 4 Punkte, das ist gut. Der glückliche Sammler. Brauchen wir aber... Intelligenz, Dumpfbacke. Schmied. Brauchen wir... Tribut Intelligenz. Kriegen wir den... Immer noch nicht, ne? Intelligenz Level 4, verdammt. Wissenschaft wäre auch wichtig. Ingenieur. So, komm. 3.10 Uhr und dann geht's los. 4 Uhr und dann... Müsste ich ja eigentlich erstmal noch... Knochenmesser, genau. Knochenmesser. Knochen 5. Damit wir die Viecher dann auseinandernehmen können. Können wir nicht reparieren? Ja, können wir auch. Sehr gut. So, das haben wir. Steroide. Ballonmützenmod. Ballonmützenmod. Okay, da haben wir ja Platz, ne? Können wir ja theoretisch reinpacken erstmal. Ausdauer. Effekt, Widerstand, maximal Haltbarkeit. Da können wir ordentlich was reinpacken. Machen wir rein. Komm, haben wir sie verarbeitet, was soll's. Ja, wir sehen echt stylisch aus, oder? So, halbe Stunde müssen wir noch durchhalten. Gehen wir mal rein. Und dann suchen wir uns hier auf jeden Fall mal ein Plätzchen, wo wir nach unten buddeln können. Vielleicht direkt hier. Na komm, wir probieren es mal, unser Glück. Dauert ja nur 2248. Aber egal. Wenigstens haben wir eine Eisenhacke. Können ja schon mal anfangen. Wir brauchen auch Lehm, damit wir Steine herstellen können. €3.55. Ja, ich will eigentlich den Sonnenaufgang nicht verpassen. Ah, herrlich. Herrlich, wie das aussieht. So. Langsam kommt die Sonne hoch, das ist gut für uns. Boah, 6000, ey. Da brauchen wir Ewigkeiten, um die Truhe aufzukriegen. Schön, wie das aussieht. Schön. Nicht schlecht. So. Jetzt aber.
Ich würde ja gern erstmal ein bisschen was loswerden. So, warte mal. HD, Noob. Brauchen wir nicht. Brauchen wir auch nicht. 9 mm ist schön, haben wir aber gerade nicht. Eisenvorschlaghammer. Wie gesagt, ich schmeiß das jetzt erstmal hier rein. Wir werden es dann nochmal sortieren, wenn wir ein bisschen Licht haben. So, das brauchen wir auch nicht. Das hier ist Reparaturkit. Reparaturkit. Ich würde gerne was nehmen, aber er lässt mich nicht. Jetzt macht das. Also ist ein bisschen zickig, das Ganze. Patronenhülsen. Die Patronen bleibt. Das Jagdgewehr haben wir. Das können wir hier hinpacken. Das Ding können wir hier eigentlich zerlegen. Essen, Schmerzmittel, Schiene für alle Fälle hier. Antibiotika, Schießpulver. Bisschen Leder. So, das bleibt hier. Das bleibt hier. Das bleibt auch hier. Der Rest geht erstmal mit. Essen, Trinken, etc. pp. Alles klar. So. Gucken, ob wir hier runterkommen. Ob da Lehm ist. Na komm. Ja, ein bisschen. Ja, da können wir aber besser mit der Schaufel, glaube ich. Schon mal ein paar Steine herstellen können. Okay, mach mal weg hier. Sehe ja leider nicht zu viel, das ist das Problem. Okay, da, zumindest da ist ein bisschen Lehm. Kann ich schon mal Steine herstellen? Pflastersteine. Fertige, 47, immerhin besser als nichts. So, können wir uns ein Messer herstellen? Hier ist nix. Zwei Knochen reicht nicht. Auf jeden Fall haben wir schon mal angefangen, das ist schon mal gut. Ah! Wunderschön. So, okay, dann lass uns mal loslegen. Hier ist Eisen, das ist schon mal gut. Wir bauen uns mal einen Aufgang. So, okay. Halt. Hallo? Die. So, erstmal eine provisorische Treppe. Okay, und können wir den da hinpacken? Ja doch, komm, da war er doch. Ja, okay, alles klar. Dann wollen wir mal. Wir brauchen Mats. Opfer. So, okay, du bist schon mal erledigt. Wir müssen gucken, dass wir Sachen finden. Knochenmesser etc. pp. Ja, ich höre auf jeden Fall schon mal welche, die unterwegs sind. Ah, hier. Okay, da hinten kommen noch mal welche raus. Da gucken wir auf jeden Fall gleich mal rein. Sieht vielversprechend aus. Großer Geier. Alter, was für ein Riesenvieh. Ja. Da
Ah, nee, 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 komm, 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 komm. Komm. Alter, was für ein riesen Apparillo. Verrottenes Fleisch, vielleicht können wir ihn auseinandernehmen. Knochen eventuell bekommen. Ich sehe da gerade einen Zombie. So, jetzt reicht es mir aber hin hier. Solange ich mit der Schrotze arbeiten kann. Jetzt aufpassen hier, nicht, dass hier noch irgendwo welche Minen oder sowas sind. Okay, dahinter ist was. Hi. Du bist Brei. Ich brauche dringend eine Dings. Wie viele Knochen haben wir? 5. Okay, 5 Knochen. Knochenmesser. Knochenmesser. Ganz wichtig, Knochenmesser. Aufpasse. Okay. Gucken wir mal erstmal in die Autos rein. Wir haben leider noch keine Wrench. Das ist natürlich ein bisschen schade. Duct Tape, okay, den nehmen wir gerne. So, was machen wir? Gehen wir hier rein? Nein, komm. Aha. Na, was hackt hier? Wow. Noch einer. Alter Falter, geht gut ab hier. Okay, was haben wir jetzt da gefunden? Eine Spinne ist auch in der Nähe. Ich werde irre. Wir haben noch gerade was gefunden. Das hier, Eisenbrustpanzer. Nehmen wir mit. Okay, lauter Rucksäcke. Aber Freunde, wisst ihr was? Wie das hier weitergeht, das sehen wir erst im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall mal fürs Zusehen. Hinterlasst ein Däumchen nach oben und beim nächsten Mal durchsuchen wir das ganze Warenhaus hier. Ich bin gespannt. Macht's gut, ciao, ciao, euer Ed. Have you ever had a nightmare? Have you ever had a nightmare that never ended?